Moin YouTuber, ist der Burst-Filmer und Sonntag. Fürst der Finsternis. Ja, yeah, zurück bei Aliens Colonial Marines Part 18 in der Mission. Für Bella. Dankeschön, es geht weiter. Oh, Teufelskerl. Aber natürlich, ich vergaß es tatsächlich. Ja. Hier geht's weiter, okay. Hast deine Taschenlampe an? Jo. Dann bist du ja perfekt gerüstet für die nächste Welle an bösen Menschen. Oder Alien. Meinst du? Menschen haben wir lange nicht gesehen, ne? Also stimmt. Jedenfalls, außer O'Neill. Aber O'Neill bezeichne ich nicht als Menschen, ey. Das ist eher so eine Kampfmaschine. Jedenfalls. O'Neill weiß den Weg, ey. Der kann Türen aufknacken und so. Ja, ehrlich, ich habe das Gefühl, O'Neill war schon mal hier, oder? So wie der sich auskennt. Jedenfalls, ja. Oh! Ich glaube, ich kenne auch seinen Tätowierer. Das ist doch Kalle. Okay. Fuck, ich bin down. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwie waren hier Aliens. Ich habe das aber auch nicht so ganz gescheckt. Oben, ey, Spucker! An der Decke. Ah, ich bin auch down. Shit! Wo bist du? Ah. Okay, dann. Wieder da? Jo. Alles bestens. Oh, ich bin immer noch. Da sind immer noch Spucker an der Decke, ey. Wir müssen die erstmal wegmachen. Okay. Ja, unschön, ey. Also nichts mit Menschen hier. Nächste Checkpoint. Jetzt hier rein, oder was? Oh, fuck, ey. Oh, nee, ich will hier nicht. Hier reinkriegen. Oh, hier ist Rüstung. Oh, hier runter. Ah, guck mal, hier gibt's auch eine Erkennungsmarke, glaube ich, ne? Cool, ich habe hier ein Audio-Log gefunden. Ja, genau, wenn man das sogar. Ich glaube, das zählt für alle, das brauchst du nicht einsammeln. Mhm. Naja, das zählt ja auch für alle. Okay, wo sind wir jetzt? O'Neill hat noch alles im Griff, okay. Auf jeden Fall hat er Bella im Griff, ey. Wenn ich ihn sowas dann ausspann, ne? Falsch. Das ist nicht mal ein Wort. Ich hoffe, Bella hat keinen Ehevertrag mit ihm gemacht oder irgendeinen Abschluss. Weil ich will ja auf seine Kosten dann auch noch leben, ne? Ich will ja nicht nur seine Frau, ich will ja auch sein Geld. Ach so. Aber meinst du, so ein Ehevertrag ist auf diesem Planeten gültig, ey? Oh, oh, was ist denn das hier? Oder was schießt da? Wow, Automatikgeschütz! Wow, wow, wow. Oh, man kann unter durch. Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, alles klar. Okay. Bin ich gerade eigentlich der Dumme? Ich geh da mal rein, ey, und mach das Geschütz down, sozusagen, ne? Oh, da ist noch eins. Wow. Oh, ich habe ein Audio-Log geholt. Applaudier mal. Yeah! Woohoo! Ich habe hier so, muss es sein. Ich habe hier so ein Loch gefunden. Das kann ich einfach mal durch. Haben Sie das Register schon gefunden? Noch nicht, Sir. Warst du golfen oder warst du ein Prof? Verstanden. Wie geht es Bella? Ich war beides, ey. Ich war nicht so gut, Sir. Ich war Puff. Golf. Sagen Sie hier Kopf hoch. Ein Hoch auf Multitasking. Winter over. Auf jeden Fall, ey. Okay. Also ich habe hier die Dingens ausgestellt. Die erste. Ich mache jetzt, warte mal, eben die Tür auf. Ich bin hinter den Geschützen. Das klingt gut. Ja, am besten bleibst du einfach da. Kannst du gleich durchlaufen. Jo, das andere ist auch aus. Ja, O'Neill und Bella, die rennen auch los. Ich hole nochmal Rüstung. Sehr gut. Und zack. Und Bella macht die Tür auf. Das war ja easy peasy lemon squeezy. Alter, ey, du hast auch Wörter drauf, Mann. Das ist ja... Wo lernt man das, ey? Wo lernt man das Wort easy peasy lemon Waldorf. Squeezy? Ah, Waldorf, alles klar. Ja. Echt. Also ja. Zontag kann auch seinen Namen tanzen. Das sind immer diese Einrichtungen, die so einen süßen Gemüsegarten vorne drauf haben.
So. Wenn du das siehst, dann weißt du, weil du. Sehr gut. Alles klar. Wieder was gelernt, ey. Juhu! Die Maus leider nicht dabei. Auch nicht sein störrischer Elefant. Der blaue Kleine da. Oh, ah, ja. Das Ding. Alter, du. Oh, hier. Ey, komm mal zu mir. Erkennungsmarke. Ne? Juhu! Kenn ich doch. Wie, kennst du auch? Ja, langsam habe ich das doch Gefühl... Am Ende des Levels, wenn man rausgucken kann aus dem Fenster, dann ist da irgendwo eine Erkennungsmarke. Also, habe ich irgendwo schon mal gesehen. Okay. Hat irgendwo ein... Du hast wahrscheinlich das Gleiche gelesen und deswegen musstest du auch nur davon, oder? Warum musstest du das dann erkennen? Ich habe hier ehrlich gesagt aus dem Fenster geguckt und hab's dann gesehen. Ja, ist klar. Geben wir es Cruise. Aber wie die Zweite, ey. Ja, lass mal eben zuhören. Lass uns mal eben. Was reden die denn da? Verstanden, Winter. Also die haben eben gesagt, die haben hier irgendwie einen Marine oder so. Die Stromversorgung hat wohl auch. Lass mal den. Was ist das für ein Marine? Ey? Die einen gefangen genommen von uns. Wir haben bestimmt auch Hämorrhoiden, ey. Mein Gott, wer will das hören? Ich nicht. Oh, da ist jemand in der Tür. Ist das O'Neill? Fast. Nee, das ist Ben. Da gibt's doch auch so einen Schlager, oder? So Bella, 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 Marie. Oh mein Gott, ey. Oh ja, nee. Also du hast es vorhin schon mal erwähnt und jetzt, wo du das jetzt auch noch anfängst zu singen... Ich bin in einem Alter, ich hatte mal einen Schallplattenspieler. Nee, es klingt und ehrlich gesagt eher nach jeden Urlaub auf Mallorca, ey. Okay. Also immer, wenn ich auf Mallorca bin, ne, gehe ich in die Berge und wandere. Achso, ja, stimmt. Es gibt ja nicht nur den Ballermann auf Mallorca, habe ich gehört. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, wer ist tot? Sonntag! Aber natürlich macht es mir mehr Spaß, mit irgendwelchen Touristen zu wandern, als mir die Berne vorlaufen zu lassen am Ballermann. Natürlich. Ja. Ah! Okay, ich sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen aufpassen, dass wir den nächsten Checkpoint erreichen. Streng dich mal an. Ja, mein Bestes. Aber ich das muss echt ich darüber nach. Es ist echt. Was ist schöner mit einem Paar, das seit 40 Jahren verheiratet ist, auf Mallorca irgendeine Bergwanderung zu machen, oder ist es geiler mit irgendeiner Tussi, die nun Tanga anhat, am Ballermann zu saufen? Eindeutig das Wandern, ey. Ja, ne? Klar. Ja, da steht man als Mann schon... Oh, ich bin wieder zurück. Da steht man aber als Mann schon vor Entscheidungen, ey. Schwierig abzuwägen, oder? Irgendwie schon, ja. Stimmt, das so. Ja. Okay, war eine Tür mit vielen Gegnern nochmal. Oh, hier ist noch einer. Schön lässig. Nicht lässig, hier ist noch einer. Ah, schön lässig, ey. Einfach bei O'Neill bleiben, ey, der macht das schon. Obwohl, die irgendwie rennen die auch einfach an O'Neill vorbei, ey. Was ist eigentlich da? Der greift mich hier an, ey. Oh, wie ist einer gefangen? Achso, das war ein Gegner, der gefangen ist. Oh, die wollen nicht schmieden. So was auch. Ja doch, ich glaube, die sind auf Hardcore aus, ey. Aber nicht mal einen Schuss. Ich glaube, die sind einen Schuss. Natürlich. Na? Knall dich voll ab, doch mal. Nicht gut. Ohne mich bist du verloren. Ja. Ich bin verloren auf Mallorca. Fein. Klingt wie eine geile Doku, ey. Auf ja. RTL 2. Verloren auf Mallorca. Und dann eine Intro, ne? Beim Wandern. Scheiße. Oh, verdammt, ey. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Oh Mann, fuck! Warum geht er denn auf mich? Warum geht er nicht auf dich?
Weil der sich denkt, ey, wenn ich auf den gehe, dann sterbe ich. Gehe ich auf Zondag. Dann heißt es Wandern auf Ibiza. Verdammt. Also langsam wird es echt ein bisschen lustig, ey. Ich wollte gerade... Ey. Du wolltest die Rüstung nehmen, ne? Genau, die Rüstung. Ey. Genau, das wollte ich einsetzen. Ich hab mich voll geopfert fürs Team, für Emil, für Bella. Und für dich natürlich auch. Ah, danke. Da war ja noch was, ne? Also cool, dass wir drauf gehen, ey. Ja. Nee, aber es ist wirklich sehr nett. Ich glaube, du hast mich jetzt schon zweimal, vielleicht sogar dreimal zum Leben zurückgeholt. Ja, ich bin auch echt hier begeistert heute. Ja, das ist eigentlich aber auch, wie gesagt, eher Basisleistung. Dadurch, dass du sowieso nur hinten stehst und nichts machst. Genau, ey. Das finde ich auch echt das Lied. Boah, der Typ hat einen Raketenwerfer. Der da. Boah, es hält mir aus. Krass. Einer von den wenigen. Das ist sehr schön. So nie. Wie kann sprechen, ey? Emil ist voll sarkastisch. Das hier mitten in dieser Eingänge. Hier, drück mal den Knopf. Das ist ein Knopf. Drück mal. Ich drück den Knopf. Ich nehm auch mal. Das war kein Knopf, das war ein Hebel. Verdammt. Arsch. Oh, ich hab Platzangst. Ich hab Platzangst. Ich kusche mich schnell an Bella. Verstanden, Actual. Ey, der verpiss dich da. Hä, was ist denn jetzt los? Bin ich tot? Ah, wir haben die Mission geschafft. Yeah. Lässig, ey. Ja, cool, Leute. Mission geschafft. Auf Teufelskerl, wie ihr seht. Sehr schön. Ah, der Burst-Film auf 50 Tötungen. Cool. Oh Mann, ey, die Statistik sieht ja schon wieder richtig miserabel aus. Für Sonntag. Naja, für mich eigentlich nicht, ey. Also. Was sagt denn unsere Zeit, ey? Sind wir noch, also es ging ja jetzt echt fix. Ja, wir sind jetzt gleich bei 13 Minuten. Also, ach so. Ey, wir könnten noch ein bisschen den Anfang. Eine Kugel, oder? Eine Kugel, okay. Nee, ich würde sagen, das ist jetzt blöd. Wir fangen jetzt einfach mit dem nächsten Teil die Mission an. Machen das jetzt einfach hier. Machen jetzt hier Schicht, Leute. Und im nächsten Teil seht ihr den Beginn eine neue Kugel. Und dann legen wir los. Nein, das heißt eine Kugel, nicht eine neue Kugel. Oh, dann halt du musst auch schon bei den Tatsachen bleiben, ne? Also, mein Gott. Du bist bestimmt auch so ein Typ, der sich in Foren aufregt, wenn die Leute die Rechtschreibung nicht richtig haben. Ja, auf jeden Fall, ey, das muss ich mal sagen. Nein, ich habe vor kurzem dieses Sport 1 Quiz gesehen, ne? Und da hieß es Tiere mit Doppelbuchstaben und da haben einige Leute angerufen, da meinte einer Esel, also E-S-S-E-L, ne? Dann einer Känguru. Ne, also am Ende, also Känguru und am Ende OO, weißt du, im Englisch, ne? Känguru. Ey, der eine hat total den Vogel abgeschossen, der meinte Krokodil. Und der Moderator nochmal nachgefragt, Krokodil, weil wenn man zum Beispiel Krokodil ja mit Bindestrich schreiben würde, dann hätte das ja ein KK sozusagen, ne? Wenn man das Wort da trennen würde. Ne? Aber der Typ, der meinte am Telefon, Krokodil hätte ein doppeltes O. Also Kroko. Keine Ahnung, wo er das doppelte O gesehen hat. Ey. Oder einer noch, das war auch geil, Rabe mit Doppel-A. Also er rief an, Rabe hat ein Doppel-. Aber ehrlich gesagt, ja, das, Leute, ich würde sagen, das ist was, wo ihr drüber nachdenken könnt, ob man vielleicht die neue deutsche Rechtschreibung doch nochmal überdenken sollte und diese Sachen mit einbeziehen. Trotzdem machen wir jetzt eine Pause, bis gleich. Ja, aber warte mal, ich finde das jetzt trotzdem ein bisschen komisch oder so. Oder ich meine, es gibt ja auch Legastheniker, ne? Ey, Leute, Legastheniker, ich wollte euch jetzt auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, jeder, der weiß, dass er Legastheniker ist, der ruft dann auch nicht bei Sport 1 an für 50 Cent die Minute, um eine bestimmte Leitung zu treffen und dann... Naja, gut, egal, ey. Ich höre einfach auf, ey. Wir sehen uns. Bis gleich, Leute.